gibt es am kommenden Spieltag eine nicht ganz uninteressante Aufgabe. Was ist da zu erwarten? Ja, ich denke, ja, wie gesagt, jedes Spiel ist schwierig. Und jetzt das Schöneichel heute, ich glaube 2-0 haben sie gewonnen bei Ahrensfelde. Ja, spricht für die Truppe. Ich denke, es ist auch eine Truppe, die über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt. Die Euphorie aus dem Aufstieg mitgenommen hat und denke, die hat man ja nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass sie jetzt auch wirklich da, wo sie jetzt stehen, dass sie sich da festigen. Ja, wird ein spannendes Duell. Also wir sind da, denke ich, gut gewappnet und werden die Woche wieder gut trainieren und ja, haben zwei schwere Auswärtsspiele vor uns, wo wir aber auch in der Lage sind zu punkten. Bei Auswärts sind wir ja ordentlich unterwegs. Und dann sieht es auch wieder an der Tabelle ganz gut aus. Oder noch besser vielleicht, Fintus. Noch besser. Ich denke, jetzt sieht es schon ganz gut aus. Ja, das ist ja so, wir haben ja gesagt, wir wollen da ja immer oben mitspielen. Ein bisschen holprig gestartet, muss man ehrlich zugeben. Ja, vor allen Dingen hier zu Hause. Unglücklich verloren, vielleicht auch mal eine Partie zurecht verloren. Ist halt so, ja, geht immer darum, dass man hart arbeitet, die Woche immer aufarbeitet.